es ist kein Einzelfall und dieses Ereignis in Berlin ist jetzt auch nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist Resultat einer Laissez-faire-Politik in dieser Stadt insbesondere, aber einer insgesamt linken Verständnispolitik. Und das, was wir ja sehen, und das ist in Berlin, ich meine, ich wohne hier, das ist nicht nur an Silvester so, hier geht halt echt die Luzi, ne? Und jeder, der in dieser Stadt wohnt, der weiß das. Wenn man sich fragt, was man tut, würde ich schon die Gelegenheit für den kleinen Werbeblock nutzen, dass die Berlinerinnen und Berliner etwas tun können, nämlich diesen rot-rot-grünen Pannensenat abwählen im Februar. Das wäre jetzt schon meine erste kluge Maßnahme.